Der will doch nur werben, der Basti Schweinsteiger. Sicher so harmlos könnte man die Nebentätigkeit eines WM-Helden abtun. Aber so harmlos sind sie nicht, die Automaten in Spielhallen, für die der Herr Schweinsteiger mit festem Blick hier wirbt. In diesen Spielhallen hat sich schon so mancher Spielsüchtiger in die Schuldenfalle gezockt. Kein Zweifel, es lohnt sich, das Geschäft mit den Hightech-Spielkameraden. 30 Milliarden Euro Umsatz wurden 2016 mit Geldautomaten erzielt. Die allermeisten davon stehen, wie gesagt, in Spielhallen. Und genau da hat sich Nick Schader mal umgesehen. Eine Spielhalle irgendwo in Deutschland. Schon am Vormittag sitzen etliche Spieler vor den Automaten. Wir drehen mit versteckter Kamera und beobachten, wie die Spieler stundenlang Schein um Schein in die Geräte schieben. Zum Teil an mehreren Automaten gleichzeitig. Ist das noch Spaß oder ist das schon Sucht? Für sie ist es zur Sucht geworden. Die Mitglieder einer Spielsuchtgruppe in der Badischen Kraichtal-Klinik. Extrem hohe Spielschulden, zerstörte Familien und Selbstmordversuche. Das hat auch Nihat erlebt. Er hat in 17 Jahren über 200.000 Euro in Spielhallen verzockt. Ich musste da rein, ja. Das hat mich gezogen, das war wie so ein Magnet, ja. Und das ist sehr schlimm, also ich bereue es auch zutiefst. Ich schäme mich für meine ganzen Taten, dass ich meine Familie belogen habe, Freunde, Verwandte, letztendlich auch meine Ehefrau, ja. Ja, und bin halt in einem Loch gelandet, sage ich jetzt mal. Und wollte mir im August auch das Leben nehmen, ja. Das Prinzip ist immer das gleiche. Der Spieler setzt am Automaten Geld ein. Und wenn eine bestimmte Kombination an Symbolen stehen bleibt, hat er gewonnen. Aber das ist die Ausnahme. Denn im letzten Jahr wurden an deutschen Automaten rund 7 Milliarden Euro verloren. So viel wie noch nie. In Deutschland gelten mehr als 400.000 Menschen als Problemspieler oder Süchtige. Deshalb hat der Bundesrat neue Regelungen verabschiedet, um das Suchtpotenzial zu verringern. Den Automatenherstellern vertraut man offenbar nicht. Im Bundesratsbeschluss heißt es: Klare Regelungen sind hier unumgänglich. Die Vergangenheit zeigt, dass die Anbieter nichts unversucht lassen, Regelungen zu umgehen. In der neuen Spielverordnung heißt es daher ganz klar: Ein Spiel soll mindestens 5 Sekunden dauern und die Automatiktaste wird verboten. Durch diese Taste wird das Spiel sehr schnell, weil es immer wieder automatisch neu gestartet wird. Suchtexperten halten genau das für sehr gefährlich. Seit kurzem stehen die neuen Automaten in den Spielhallen. Wir schauen sie uns genauer an. Die Taste Automatikstart gibt es zwar nicht mehr, aber dafür gibt es jetzt den Superstart mit exakt der gleichen Funktion. Und ein Spiel dauert auch nicht 5 Sekunden, sondern nur rund eine. Wie kann es sein, dass hier klare Vorgaben scheinbar nicht umgesetzt wurden? Beim Automatenhersteller Gauselmann ist man zu einem Interview bereit. Firmensprecher Mario Hoffmeister zeigt uns eines der neuen Geräte. An diesem könne man nur noch maximal 60 Euro pro Stunde verlieren, wie vom Gesetzgeber gefordert. Aber er bestreitet nicht, dass es einen Autostart weiterhin gibt und dass das Spiel immer noch sehr schnell ist. Hat nur mit dem Unterhaltungsbereich. Trotzdem seien alle Vorgaben erfüllt. Die überraschende Erklärung? Das, was jeder Spieler wohl nur als Bezahlvorgang wahrnimmt, das ist laut Industrie jetzt das eigentliche Spiel. Also die Umbuchung des Geldes in Spielpunkte und wieder zurück. Dagegen sei das Spiel mit den Walzen, das Spieler süchtig machen kann, reine Unterhaltung. Jetzt habe ich einen Erfolg, nämlich 10. In der Spielverordnung, aber auch in der sogenannten technischen Richtlinie wird ganz klar davon gesprochen, dass was sozusagen in diesem Unterhaltungsbereich steht, dass darauf die Spielverordnung keinen Einfluss hat. Also die drehenden Walzen, meinst du, die drehenden Walzen. Die sind nicht das Spiel. Die sind im klassischen oder im Sinne der Spielverordnung nicht das Spiel. Suchtexperten werfen den Automatenherstellern vor, sie hätten die Vorgaben in ihrem Sinne umgedeutet. Es ist schon absurd, muss man sagen, dass ein Umbuchungsprozess von Geld in Punkte bzw. Bankwerte als Spiel deklariert wird, während das eigentliche Spielgeschehen völlig ungeprüft auf einer ganz anderen Ebene abläuft. So gesehen ist doch der Suchtfaktor nicht geringer geworden von diesen Maschinen. Ob es dort bei diesen Spielen ein Suchtfaktor ist, das vermag ich nicht zu sagen.
SPD-Mann Daniel Buchholz hat an der aktuellen Verordnung mitgearbeitet und fühlt sich von der Industrie ausgetrickst. Wir erleben tatsächlich eigentlich eine Nicht-Umsetzung dessen, was wir als Bundesgesetzgeber und über Vorgaben auch definiert haben. Für mich grenzt das an kriminelle Energie, wie hier damit umgegangen wird. Wenn immer wieder die Grenzen überschritten werden und Lücken gesucht werden, um genau das zu umgehen, und darum geht's, dann ist es keine glaubwürdige und ehrliche Politik von Seiten der Automatenwirtschaft. Dennoch wurden die neuen Automaten durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB zugelassen. Wie kann das sein? Die Antwort der PTB. Bei der Bauartzulassung handelt es sich um eine physikalisch-technische Prüfung. Vorgaben zur Ausprägung des weiteren Spielgeschehens, insbesondere zu Spielanreizen, sind generell nicht Gegenstand der Spielverordnung. Die Bundesanstalt hat also kein Problem mit den neuen Automaten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie haben eine ähnliche Rolle wie das Kraftfahrtbundesamt, das bei den Dieselautos auch nicht genau hingeschaut hat und eher kungelt mit der Industrie, mit den Konzernen. Das darf und soll eigentlich nicht so sein. Spielerinnen und Spieler, die an diesen Geldspielgeräten ein Suchtverhalten entwickelt und viel Geld verloren haben, sollten die PTB für diese Genehmigungspraxis zur Verantwortung ziehen und Schadensersatz fordern. Ja, und vielleicht hätte sich der Herr Schweinsteiger vor seinem Werbeengagement erstmal mit einem Suchtexperten unterhalten sollen.